Wie schwer kann das schon sein, einen Drachen zur Vernunft zu bewegen und auf einem Drachen zu reiten? Willkommen zurück zu Shadowgate, Leute. Ja, wir sollen uns hier den Drachen stellen. Diese geflügelte Kreatur ist ein Lindwurm. Sie schwebt über der Kante des Turms und will sich jeden Moment wieder heben. Wie wäre es, wenn wir den einfach fangen? Zum Beispiel, indem wir das hier auseinanderbauen. Können wir das wieder auseinanderbauen? Es wird nicht klappen, ich weiß. Tschüss. Den können wir bestimmt wiederholen. Der kommt jetzt immer. Sparks. Und jetzt ist er bestimmt wieder da und so. Da ist er wieder. Ja, wie einfach es mit diesem tollen neuen Zauberspruch geht, hätten wir den mal vorher gehabt. Können wir den jetzt nochmal anzaubern? Nein. Es soll also anders gehen. Ich meine, er fordert mich mit einem Brüllen heraus. Vielleicht können wir ihn einfach mit unserer Feuerkugel platt machen. Nein. Auch nicht. Oder ihn anflöten, andudeln. Ich will den ja nicht töten. Wir wollen ja auf dem reiten. Deswegen denke ich nicht, dass wir den angreifen sollen. Wenn wir unser Horn einfach mal benutzen? Nein. So, jetzt habe ich aber langsam die Faxen dicke hier. Machen wir den Drachen platt. Mit unserem Dolch. Das wird großartig. Gut funktionieren. Fordert dich mit einem Brüllen heraus. Was sagt denn Jurik? Vielleicht kann der ja helfen. Sieht so aus, als ob der Verräter seine Bestie vernachlässigt hat. Ich frage mich, wann es zuletzt gefüttert wurde. Achso, jetzt soll ich ihm doch sein Fleisch geben, oder was? Das eklige, vergammelte Fleisch. Du wirfst das Essen nach dem Lindwurm. Die Bestie verschlingt das Essen und beachtet die Umgebung nicht mehr. Können wir dann was nehmen? Du näherst dich hoch, ne? Du näherst dich dem abgelenkten Drachen so sanft und so schnell wie möglich. Nimmst du das Amulett vom Hals der Bestie. Das war ein gewiefter Trick, Junge. Gut gemacht, sagt Jorik. Ja, dann tschüss, ne? Dann haben wir ja unser Ding. Ein großes, glühendes Juwel sitzt in einer Fassung, die aussieht wie eine Sonne. Dies ist ganz eindeutig der legendäre Sonnenstern. Ja, der Sonnenstern. Sonnenstern, der Sonnenstern. Eindeutig wie Sonne, 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 Sonne. Ich habe jetzt den Löwen im Kopf. Wir gehen mal wieder, ne? Ich habe jetzt eher so den Löwen im Kopf. War hier irgendwas? Ach. Wie ein Finger, der auf den Mond zeigt, ist das eiserne Teleskop auf den klaren Himmel gerichtet. Hoffentlich verpasst du nichts von den himmlischen Gefilden. Ist jetzt hier der Drache irgendwo? Gehst näher und schaust durch das Teleskop. Die Magier und die Hellseher nennen diesen funkelnden Stern den Wächter oder das allsehende Auge. Oh, was kann man denn da mal machen? Was sagt Jurik? Magier haben ständig die Sterne studiert. Sie haben oft die Anordnung der Konstellationen in ihren Zaubersprüchen. Ja, ja, du sollst mir helfen. Kann ich den Stern hier irgendwie benutzen? Ja, aber es ist ja auch alles voll weit weg. Keine Ahnung. Vielleicht ist es ja auch eine Anordnung, die man sich merken soll. Habe ich das schon durchsucht? Wäre dir schon jemand zuvor gekommen? Na toll. Nein, nein, nein. Alles schon gewesen. Dann gehen wir wieder. Da ist wieder der süßes oder saures Raum. Die ist ja auch noch verschlossen. Als wäre sie von der anderen Seite verriegelt. Was macht man denn da? Der ist viel zu schwer. Ja, was können wir denn jetzt mal machen? Wir haben dieses Sonnending. Irgendwo wird es ja wohl eine Tür geben, die irgendwie anders ist. Oder irgendwas, weiß ich auch nicht. Das ist dieser besondere Unsichtbarkeitsraum.
können wir hier mit diesen Figuren irgendwas machen? Dicke Wurzelstränge winden sich die Treppe runter. Das seltsame Phänomen scheint, als würde es vor deinen Augen wachsen. Du stolperst über die Wurzeln. Massive, verdrehte Wurzeln. Blablups. Jurik, einer deiner Klingen würde mit diesen Wurzeln einen kurzen Prozess machen. Nee. Eine meiner Klingen, aber das meiste hat doch nicht geklappt. Das hier ging doch nicht. Du hackst nach dem Grünzeug, aber egal, wo deine Waffe auch landet, die Wurzeln reparieren sich sofort selbst. Welche neue Magie ist das? Siehst du, Jurik? Das geht überhaupt nicht, wie du gesagt hast. Flumoris. Wingardium Leviosa. Warum geht denn das jetzt hier nicht? Vielleicht einfach... Fackel nehmen. Die Vegetation scheint anzuschwellen, wenn du die Flammen näher an sie heranbringst. Erstaunlicherweise fangen die Wurzeln nicht an zu brennen. Also wenn ich jetzt meine Kugel hier drauf mache, dann wird die wahrscheinlich auch verschwinden, ne? Ja, das hatte ich, glaube ich, auch schon probiert. Toll. Jetzt muss ich sie wieder neu aufladen. Kann ich sie bezirzen? Kleine Pflanzen! Geht vorbei! Keinerlei Auswirkungen. Mit unserem Megahorn. Mit unserem Megastern. Den müssen wir doch irgendwo einsetzen können, den Stern. Nee? Bestimmt. Weiß nur nicht mehr wo. Klar, ich weiß wo. Wenn wir hier... War das hier? Ich... Bei dieser Statuen-Dingsfrau. Da oben oder wo das war. Nein, hier war das auch nicht. Scheiße. Ach ja, hier liegen die ja. Die eine da, die uns angegriffen hat. Mit der wir kurz einen Prozess gemacht haben. Nein, das war im mittleren Trakt, glaube ich. Mann, was dauert das denn hier zu lange jetzt? Genau. Und da gehört es bestimmt jetzt hin. Dieser komische Stern, der deinen Namen trägt. Nimm den mal. Passiert nichts. Ja, wie jetzt? Da muss das aber rein jetzt. Das weiß ich ganz genau. Das komische Tuch haben wir auch noch nicht angeguckt. In das zerfetzte weiße Laken sind eine Menge Löcher hineingeschnitten. Du fragst dich, welcher Holzkopf dieses Kostüm angefertigt hat. Noch ein Kostüm? Aber das ist doch... Hä? Eine leere Vertiefung befindet sich in den ausgestreckten Armen. Dann pack doch den ollen Stern da jetzt rein. Okay, es soll anscheinend was anderes sein. Der legendäre Sonnenstern. Tja. Der soll es dann wohl auch nicht sein anscheinend. Sie ist verschlossen, die Tür. Und einen Schlüssel haben wir nicht mehr. Ja, dann, was könnte die denn noch bekommen? Eine Flöte? Wir haben ja noch ein paar schöne Instrumente. Nein. Nein. Auch nicht. Beflöten sollen wir sie also auch nicht. Das war das mit dem Löwen, ne? Dem Löwen. Dann wird's doch... Ach, da wird's doch dann auch irgendwas geben mit einer Sonne, oder nicht? Kann man da eigentlich auch hin? Auf der anderen Seite des Raums steht eine große, unbenutzte Feuerstelle, die Staub fängt. Kann man da vielleicht neues Feuer machen? Oder so?
Da sind noch ganz klein noch mehr Fackeln. Ich muss die alle haben. Wenn wir jetzt ganz rausgehen, das bringt auch nichts, ne? Ich meine, der Brunnen ist ja auch noch da. Versuchst die, sie klemmt. Nach all den Jahren sieht die Burg immer noch imposant aus. Ja, ja. Vielleicht nochmal in diesen Raum da oben. Die Kurbel klemmt. Zurück, ich brauche mal Hilfe. Ich weiß überhaupt nicht wohin. Ein Mager wie Lacken hat bestimmt mächtige Gegenstände zu haben. Das könnte etwas in diesem Raum sein. Mhm. Hm. Vielleicht sollten wir uns nochmal nach da oben hinschwingen. Was haben wir hier? Dieser Raum ist knochentrocken und beherbergt den Mechanismus, und der die Zugbrücke anhebt und absenkt. Die Maschine summt durch die Energie, durch die hindurch fließt und so weiter und so fort. Ich habe sofort eine Zerrung. Komme ich hier nie wieder weg. Ist ja auch anscheinend egal, durch welches Fenster man geht. Ist ja alles ein Raum hier. Versuchst das Zahnrad per Hand zu drehen. Der Mechanismus widersteht deinem Versuch. Ist ja unglaublich. Wieso widerstehst du meinem Versuch? Hm. Die Magier hätten nicht so viele mächtige Runen in der Burg verteilt, wenn sie dafür nicht einen Grund gehabt hätten. Du solltest sie für dich selbst mitnehmen. Ich weiß ja aber nicht wie. Jurik, ich weiß ja nicht wie. Das ist ja das Problem. Hm. Ich will mein Seil wieder haben. Nimm es wieder mit. Genau. Wir gehen wieder rein. Holen uns noch mehr Feuer. Feuer haben ist immer gut. Lass es sein mit dem blöden Text jetzt hier. Klasse. Wir gehen. Haha, wenn ich doch mal jetzt einen Plan hätte. Jetzt haben wir das Sonnenstern-Ding und nun? Was ist denn hier? Ist mit Eisen beschlagen. Keine Ahnung. Nein, keine Auswirkung. Da wollen wir auch nicht rein. Ich will ja auch nicht raus jetzt wieder. Ist ja auch Quatsch, oder? Vielleicht lässt sich hier ja jetzt irgendwas machen. Er will ja auch... Ja, ich soll mir das merken, was da ist, ne? Also, sie haben oft die Anordnung der Konstellation in ihren Zaubersprüchen und Mechanismen benutzt. Ich würde mal hingehen und einen Blick riskieren, wenn ich du wäre. Also, ich könnte mir vorstellen, dass das... Ja, benutze es doch einfach. Dass das irgendwie unsere Zaubersprüche sind. Blau, grün, blau, blau, grün. So. Und dann merkt man sich das und macht halt genau die Anordnung. Vielleicht ja bei den Ranken. Wäre ein Versuch wert, oder? Ich schreibe mir das mal auf. Nicht, dass ich die Reihenfolge dann doch vergesse. So. Blau. Und dann ist ja die Frage auch... Ja, ist ja die Frage, ob das überhaupt dann von links nach rechts auch geht, ne? Aber, naja. Sonst mache ich es halt rückwärts oder wie auch immer. Irgendeinen Sinn muss es ja haben. Damit man vielleicht die Treppe halt mal hochkommt, das wäre ja mal ein Versuch wert. Keine Ahnung, was wir mit dem Sonnenstern machen sollen. So, jetzt sind wir wieder hier.
Nee, hier will ich gar nicht hin. Quatsch. Obwohl das Wasser... Abgestandenes Wasser. Hier war hoffentlich auch nichts mehr. Hier sind halt die Runen, ne? Aber ich... Keine Ahnung. Diese komischen Runen. Hm. Sie ist auf irgendeine Art verzaubert, ja, aber... Frag mich nicht, was man da machen soll. Obwohl es Jurik ja auch immer sagt, ne? Naja, gut. So, hier gehe ich jetzt nochmal hin. Und dann probieren wir mal einfach ein paar Zauber aus, um die Ranken wegzukriegen. Ich hoffe, das geht. Ja, geh doch mal hin. So, ja, ich stolper. Blöde Pflanze. Was macht denn jetzt nochmal blauen Zauber? Das ist eher so weiß, ne? Agab war, glaube ich, grün. Wenn ich mich nicht täusche. Ja, der ist immer grün. Könnten ja die Sparks, war der blau? Könnte man als blau sehen. Andrace. Aber Andrace ist noch blauer. Ich versuch's mal. Blau. Aber dann würde sich doch auch was tun. Das ist doch Quatsch. Blau. Grün. Blau. Nochmal blau. Und jetzt grün. Ich habe keine Ahnung, was Quatsch ist. Aber es passiert nicht so. Und ich glaube, es wäre direkt auch auf Anhieb irgendwas passiert, wenn das gestimmt hätte. Von daher denke ich nicht, dass das jetzt richtig war. Was schade ist. Ich hätte mich gefreut, wenn das jetzt irgendwie geklappt hätte. Du versuchst in den Wurzeln nach einer Türklinke zu suchen. Die Wurzeln sind einfach zu dick. Ach so, ich möchte hier an die Tür. Ich dachte eigentlich, dass man hier noch um die Ecke kann. Aber hier kann man wahrscheinlich gar nicht mehr um die Ecke gehen. Wir sind wahrscheinlich schon ganz oben. Dann sollten wir das eher auf die Tür direkt mal machen, ne? Aber es war es jetzt schon eigentlich. Hm. Alles ausprobieren. Es geht aber alles nicht. Jurik, wir kommen nicht weiter. Einer deiner Klingen würde nach diesem... Ja. Welche denn? Welche Klinge denn? Wir haben nur die. Können wir mit der irgendwas machen? Oder dieser komische Stern? Man kann aber Dinge miteinander benutzen. Okay. Kannst du nur diesen Stern alleine nehmen? Nein, das geht nicht. Ach, das geht jetzt doch? Okay, du sagst, das Grünzeug und die Tür darunter kommt zum Vorschein. Die Wurzeln sehen aus, als wollten sie sofort wieder nachwachsen. Na toll. Dieser kleine Raum ist von den Wurzeln, die aus einem einzigen Punkt an der Decke kommen, überflutet. Du fragst dich, was da oben ist und nimmst dir vor, der Sache auf den Grund zu gehen. Ich möchte vor allem hier mal mit ihm hier schnacken. Der Körper von Lakmir, dem Zeitlosen, schwebt über dem Boden, sein Gesicht, eine Mischung aus Ruhe und Konzentration. Er verzieht ab und zu die Miene, als hätte er Schmerzen. Der Arme. Magische Barriere umgibt Lakmir und verhindert, dass du ihn in seinen übernatürlichen Zustand störst. Vom Boden bis zur Decke, diese kleine Raum ist von Wurzeln. Mhm. Kann ich da hin? Aha. Du gehst... Was? Warte. Was stand hier? Zwischen den Wurzeln liegt eine kleine Nische, die einen Schreibtisch mit allerlei wissenschaftlichen Krimskrams beinhaltet. Mach das auf. Du ziehst am Riegel und öffnest die Truhe. Du findest zwei Schriftrollen, einen Schlüssel, ein Buch. Du legst alles
In deinen Rucksack. Und noch ein Buch. Und noch ein Buch. Was ist das? Oh, ein Stuhl, ne? Diese Holzkonstruktion besteht aus einem Sitzbein und einer Rückenlehne. Vielleicht kann man sich so auf seine Vorrichtung setzen. Tisch nochmal. Viel zu groß, um ihn zu bewegen. Der Tisch sieht nicht nur stabil aus, er scheint auch aus Holz gemacht zu sein, das man nur im Norden findet. Voll toll irgendwie der Raum. Der gefällt mir echt gut. So magisch und... Ja, so eine richtige kleine Schatzecke. Jetzt schauen wir mal, was wir hier gefunden haben. Die Gravur auf dem Schlüssel ähnelt einem feuerspannenden Löwen. Yay, wir haben endlich einen Schlüssel für die Tür gefunden. Wenn du mehr Gegenstände im Inventar hast, als auf eine Inventarseite passen, erscheinen Pfeile an den Seiten des Inventars. Klick auf diese Pfeile, um durch die Inventarseiten zu blättern. Das machen wir doch gerne mal. So, dann öffnen wir mal das Buch und lesen das. Du überfliegst die Seite und beginnst in der Mitte zu lesen. Wir haben eine Abmachung. Ich werde den Brunnen der Entscheidung verstecken, indem ich ein großes Bauwerk über ihm errichte, das mit Magie und einer lebendigen Verteidigung versehen ist. Es wird am Knotenpunkt der magischen Linien errichtet werden, dem Ursprung, dem Ort der Macht, wo der Wächter seinen Dienst verrichten kann. Ich weiß immer noch nicht, wer dieses Wesen war oder wie es zu seiner Aufgabe gekommen ist. Wer hat es auf diesen Pfad geschickt? Und welchen Zweck erfülle ich in diesem Drama? Keine Ahnung, ey. Kann ich dir auch nicht helfen. Du liest den gekennzeichneten Absatz. Ein neues Zeitalter wird anbrechen und eine Veränderung in den Kräften des Himmels und der Erde mit sich bringen. An erster Stelle ist der Behyrmuth, er, der über allen steht. Er ist er, der den Schlüssel besitzt und die Macht der Sterne führt. Er steht gegen alle und alle stehen gegen ihn. Groß und grausam ist seine Macht. Vielleicht hat das was mit unserem Sonnending zu tun? Eine handgeschriebene Eintrag füllt die Seite. Meine Anstrengungen haben sich gelohnt, da ich den einen gefunden habe. Es ist meine Aufgabe, ihm den Weg zu weisen. Da bin ich mir sicher. Die Magie, die ich wirken muss, ist außergewöhnlich und ich habe kaum Erfahrung mit astraler Beschwörung. Es wird schwierig, aber ich muss in Staste bleiben, bis die Aufgabe erledigt ist. Meine Verteidigung muss halten. Der Dorn hat sich als unbezahlbar erwiesen und hat Kahus Versuche, mich zu erreichen, vereitelt. Na dann, bleib standhaft! Ja, dann haben wir hier so, ne? Alles gefunden, was wir finden sollen. Gehen wir wieder zurück zu ihm. Können wir jetzt... Was sagt er eigentlich dazu? Was ist an der Decke über Lagne? Du solltest hingehen und es dir mal genauer ansehen. Hey, gehen wir da hin. Du stellst dich auf die Zehenspitze und schaust dir das Zentrum der Wurzeln genauer an. Eine unglaubliche Masse an Wurzeln kommt aus dem Mittelpunkt der Decke. Im Herzen dieses Durcheinanders glüht ein goldenes Artefakt mit einer beruhigenden Macht. Ich nehme es. Du ziehst den goldenen Dorn aus den Wurzeln. Am Anfang widersetzt sich das Artefakt deiner Berührung, akzeptiert dich aber schließlich doch und löst sich aus den Linien, die es umgeben. Oho, und jetzt? Ja. Jetzt ist es... Wie jetzt? Was sagt er jetzt? Es ist, als ob er uns nicht sehen kann, als ob wir nicht hier wären. Oder vielleicht ist er nicht... Oder vielleicht ist er nicht hier? Ja, das kann natürlich auch sein. Wir lassen ihn da einfach mal ruhen. Den Lacken hier. Er soll da ruhig... Ruhig in Ruhe meditieren. Es sind so viele Türen und so viele Gänge. Ich hoffe, ich bin jetzt richtig hier. Ja, ich bin richtig hier. So, ich will gar nicht wissen, wo wir sind. Wir sind hier irgendwo in der Burg. Und ich möchte den... Dings... Das, genau, das will ich mir noch ansehen. Dieses goldene Stück Holz posiert mit magischer Energie. Es ist klar, dass die Wurzeln, die du bisher angesehen hast... Gesehen hast, aus dem Artefakt stammen. Es ist klar, dass die Wurzeln, die du bisher gesehen hast, aus dem... Ach so. Ein Stück Holz mit magischer Energie. Mhm. Gut, ich nehme jetzt mal das Löwending. Der Schlüssel passt, lässt sich drehen. Die Tür ist jetzt aufgeschlossen. Mit einem Achselzucken schmeißt den Schlüssel über deine Schulter. Zack, schon wieder einfach weggeschmissen. Scheiß auf den Schlüssel. Oha. Herzlichen Glückwunsch, du hast die Errungenschaft Anfänger-Abenteurer freigeschaltet. Diese prachtvolle Kammer wird von einem wunderschönen Mosaik an der Wand dominiert. Ein großes Loch wurde in den Boden geschlagen und führt hinunter in die Dunkelheit. Ich nehme mir das mal. Ganz heimlich. Was ist das hier?
Diese einst majestätische Statue ist zerbrochen, beschädigt in einem lange schon vergessenen Aufruhr. Können wir mit ihm reden hier? Nein, die mumifizierte Figur trägt ein königliches Gewand mit dem Wappen eines Löwen. Du bist dir sicher, dass dies der legendäre totgeweihte König Durgan vom Hofhaus Stormhaven ist? Ja, klar. Natürlich. Ein panoramaartiges Mosaik füllt die hintere Wand des Raums. Es zeigt einen Kampf im Himmel über einer Reihe von eindeutig gefärbten Gebirgsketten. Diese prachtvolle Kammer wird von einem wunderschönen Mosaik an der Wand dominiert. Du versuchst die Statue umzuwerfen, aber es ist zwecklos. Können wir den hier... Du holst aus und schlägst die Statue und der Stein splittert mit einem befriedigenden Krachen. Oh. Oh, eigentlich ein bisschen kaputt gemacht. Du schlägst die Statue mit einer rechten Geraden. Sie kippt und fällt über den Rand, gefolgt von mehreren Holzbalken, die von der Decke fallen. Ah, aber jetzt können wir runter, oder was? Oder können wir da auch... Nein, jetzt können wir hier runter. Aha. Wo sind wir denn jetzt? Ach du Scheiße. Du holst tief Luft und kletterst den Balken hinunter in den Schacht. Herzlichen Glückwunsch, du hast die Errungenschaft Höhlenforscher freigeschaltet. Was ist denn jetzt hier los? Eine Errungenschaft nach der anderen. Die Wände der Höhle scheinen immer näher zu kommen. Du verfällst für einen Moment in Panik, als du über die Tonnen von Gestein über dir nachdenkst. Ja, aber jetzt sind wir schon mal hier. Jetzt gehen wir da auch hin. Adern aus Quarz und Kristall durchziehen die Felswände von diesem Tunnel. Hallo? Was ist jetzt hier? Kann ich das hier vielleicht einfach irgendwie zum Leuchten wiederbringen? Kann ja sein, wegen der Kristalle und so. Ist hier irgendwas? Ich hoffe, nichts hinter meinem Bild. Denn dann sehe ich das wieder nicht. Dann gehen wir mal erstmal wieder raus. Ja, würde mich nicht wundern, wenn hier voll... Die Wände und der Höhle scheinen immer näher zu kommen. Du verfällst für einen Moment in Panik, als du über die Tonnen... So, ja. Vielleicht sollte ich auch mal speichern, ne? Ist vielleicht ein bisschen so zwischendurch ganz gut. Auch diese komischen Geräusche hier. So, eine Reihe von Tunneln, die in verschiedene Richtungen gehen, befinden sich in dieser zentralen Höhle. Oh Gott, ich gehe geradeaus. Und noch mehr Tunnel. Ein kalter Schauer läuft dir über den Rücken. Du hast das Gefühl, dass du beobachtest wird. Bestimmt. Ist hier irgendwas? Seltsames Atemgeräusch kommt aus diesem Loch. Atemgeräusch? Du hörst Kratzengang vor dir. Wir gehen da drauf. Oh, scheiße. Während du durch die Höhle läufst, lässt dich ein Kratzgeräusch innehalten. Zwei Kreaturen, die aussehen wie Gargoyle, kommen aus den Öffnungen an der Seite der Höhle. Die Bestien riechen ein Leckerbissen. Dich! Scheiße! Was mache ich denn jetzt? Die sehen ziemlich mickrig aus. Lass uns sehen, wie ein kalter Stahl schmeckt. Okay. Dann wollen wir mal. Was anderes außer diesem Ding habe ich ja nicht. Außer dem Dolch. Du springst vor und attackierst die seltsame Kreatur. Die Bestie ist überrascht und zieht sich in ihr Loch zurück. Die zweite macht dasselbe, aufgescheucht durch das Verhalten seines Begleiters. Du wirst fast umgeworfen, als ein Erdbeben durch die Höhle zieht. Jetzt wird es aber spannend hier. Oh. Da du kein Interesse an einem weiteren Gefecht hast, verlässt du die Höhle auf dem schnellsten Weg. Eine Reihe von hastigen gegrabenen Tunneln wird nur mit verrottetem Holz zusammengehalten. Ich nehme den komischen Beutel mal mit. Die Öffnung sieht aus, würde sie jeden Moment einstürzen. Eine in Stein gemeißelte Öffnung führt tiefer in die Höhle. Und was ist das? Man hört leises Tropfen aus diesem Durchgang. Ich gehe da mal rein. Die intensive Hitze in diesem Raum macht das Atmen schwer. Was ist das? Diese stark beschädigte Statue zeigt eine große, drachenähnliche Kreatur, die ihre Flügel spreizt. Die Worte Mutari erhebt sich... Achso. Nee. Die Worte Mutari erhebt sich, sind in Stein gemeißelt. Das Ganze kommt dir sehr bekannt vor. Soll ich da jetzt noch mehr Hitze rauf machen? Weiß ich jetzt gerade nicht. Kniest nieder und bittest die drachenähnliche Kreatur um ihren Schutz. So, voll die Lava hier unten. Ansehen, Lavastrom. Geht nicht?
Die intensive Hitze, okay. Kann ich mit der hier irgendwas machen? Noch mehr Hitze, Power? In einer Explosion aus Flammen entkommt der Feuerelementar der Kugel und so. Okay, also hat nicht geklappt. Dann gehen wir mal jetzt nach rechts. Was ist hier? Obwohl es keinen Luftzug gibt, riechst du irgendein Tier. Du bist doppelt vorsichtig, während du deine Erkundung fortsetzt. Oha. Mhm. Hastig konstruierte Balken, wahrscheinlich aus den Wäldern im Gatekeeper-Gebirge, stützen die Felsdecke. Hier kann ich wahrscheinlich nach oben, aber ich will jetzt mal da rein. Diese Kammer sieht genauso aus wie alle anderen in dieser Höhle. Na dann, gehen wir weiter. Ein giftiger Geruch kommt aus der blubbernden Teergrube in der Mitte der Höhle. Die blubbernde schwarze Substanz in der Teergrube ist extrem klebrig. Können wir da vielleicht irgendwas drauflegen oder so, dass man da rüber kann? Dieses Löcherding hier? Nee. Was sagt Jorik? Sei vorsichtig, der Meisterhexer wird nicht einfach zu besiegen sein. Der Zirkel der Zwölf hatte Artefakte von großer Macht in seinem Besitz. Du solltest zur Burg zurückkehren und nach ihnen suchen. Diese Artefakte könnten den Unterschied zwischen Sieg und dem Ende aller Zeiten sein. Oha. Ja, ich würde sagen, wir überlegen uns mal im nächsten Part von Shadowgate, wie wir hier über diese Teerpfütze kommen. Und vielleicht kommen wir ja sogar langsam dem Spielende oder dem Hexenmeister oder wem auch immer näher. Das wäre ziemlich cool. Ich finde es übrigens ziemlich spannend mittlerweile. Also, obwohl das Spiel sich so ein bisschen anders, langsam, merkwürdig, rätselig aufgebaut hat, finde ich es jetzt recht cool eigentlich. Also es ist wie diese früheren Bücher, falls ihr sie noch kennt, wo man Entscheidungen treffen kann und dann blättert man halt dahin. Ich glaube, der einsame Wolf zum Beispiel, davon gibt es Bücher, also so das Schwarz-Auge-Style. Aber es gab früher auch noch andere. Ich erinnere mich noch an so eine Kinderabenteuergeschichte oder ich weiß gar nicht, ob das ein Kinderbuch war. Es war halt ziemlich gruselig zum Teil, weil wenn man die falsche Entscheidung getroffen hat, starb man halt auch irgendwie auf manchmal echt fiese, tödliche Arten. Und ja, dies so ein bisschen an diesen Style erinnert mich das Spiel irgendwie, an diese Zeiten, wo man in diesen Büchern so spannend überlegen musste, wie komme ich jetzt weiter, damit ich das Ziel erreiche. Ja, hinterlasst mir einen Daumen hoch oder einen Kommentar, Leute, und gebt mir mal einen Tipp, wie ich diese Teergrube überstehen und überbrücken kann. Und wir sehen uns dann im nächsten Part von Shadowgate. Bis dann. Tschüss.